Ja, keine Ahnung, was das war. Ich hoffe mal, es hat jetzt nichts mit der Synchronität zu tun. Ich habe ja, wie gesagt, die Aufnahme beendet. Hier habt ihr jetzt einen Schnitt dabei gehabt. Komisch. Es arbeitet auch nichts im Hintergrund, was irgendwie dafür verantwortlich gewesen wäre, dass er hier so runtergegangen ist von der Leistung her. Wobei 2% kurzzeitig. Crazy. Oh, scheiße. Haha. Gekrittet. Das kommt gerade so ein Vogelfänger. Oh Gott. Habitak. Da brauche ich keinen Donnerblitz. Das spare ich mir für sowas auf. Sechsundfünfzig vom Level her. Weiß jemand, ob ich. Ach Mann, ich vergesse das immer. Und ich frage auch jedes Mal nach, weiß jemand, auf welchem Level zum Beispiel Turtok beim Shiki Only Run war, in dem Bereich hier? Natürlich nicht so weit, aber ich glaube auch nicht so schwach. Anfang, Mitte 40 war der bestimmt. Ja, hier ist jetzt 56. Also 56 ist schon ein ordentliches Level, muss ich sagen. Also. Wenn man bedenkt, der Champ hat sein mächtigstes Poké 65. Glaube ich, fahren wir ganz gut. Momentan. Man muss auch bedenken, guck mal, wir sind jetzt hier in diesem Bereich, haben die lange Route fertig, dann machen wir gleich Fuxania City. Nach Fuxania City steht Safronia City mit der Sylph-Co an, da gibt es auch nochmal gewaltige Kämpfe. Ja, und dann geht es eigentlich Schlag auf Schlag. Ja. Das wird interessant. Und die Werte steigen immer weiter. Zwei, drei Trainer noch, meine ich. Kriegen wir das hin? Nee, nicht so. Scheiße. Muss ich mit Überroller gegen Flugpokes arbeiten. Ein bisschen ätzend, ne? Ich heile nur mal ganz kurz aus Sicherheitsgründen auf. Der Überroller nämlich gerade gesessen. Ich weiß nicht, was passiert wäre. So, ach, es sind ja noch zwei. Ach, scheiße. Aber ich habe keine Lust, da einen Äther oder sowas zu verschwenden. Ja, weil ich habe ja noch Überroller. Da haben wir einen Donnerblitz rein mit den Entwicklungen auf jeden Fall. Trotzdem weg. Mit Ibitek machen wir den Donnerblitz weg. Ja, ich glaube, die beiden Trainerinnen da kriege ich auch noch down. Tatsächlich, es ist ein AP Plus. Geil. Das müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Was ist hier im 40? Schädelwumme können wir verkaufen. Doppelteam behalten wir. Raserei können in die Tonne geschmissen werden. Das AP Plus nehmen wir auf jeden Fall mit und ihr benutzt das AP Plus erneut für Donnerblitz.
Oder mal für Body Slam. Body Slam ist 15 Mal. Der Donnerblitz jetzt schon 18. Kriege ich noch ein AP Plus? Ich brauche Donnerblitz im Endeffekt häufiger. Ja. Kuckuck. Allein für Lorelei. Agathe. Den Rivalen. Siegfried. Ja. Ja klar, bei Siegfried könnte ich auch auf, oder muss ich auch teilweise anders agieren. Aber ich glaube, mit Donnerblitz fahren wir immer noch am besten hier. So, und da steht die letzte. Und dann haben wir die Route geklärt. Wie viele Pokes hat sie? Habe ich jetzt nicht gesehen. Überroller. Alles klar. Ciao. Geschafft. Und wer hat gerechnet, wie viele Level hier gemacht haben? 52 haben wir, glaube ich, als wir angefangen hatten. Also die Route lohnt sich schon, muss man sagen. Auch wenn es nur ein Only Run ist. Und wir waren ja auch schon da, sehe ich gerade. Ach, wir waren schon überall da, das ist ja schön. Ja, müssen wir da schon mal nicht mehr rein. Hab ich jetzt geheilt? Nein. Okay, wir waren schon in der Safari-Zone, das heißt, jetzt können wir uns schenken, wir können direkt in die Arena gleich huschen. Cool. Das ist echt cool. Habe ich die Trainer da links besiegt? Nee, oh, guck mal, die haben Vogel-Pokémon, die kann man mitnehmen. Flug. Ja. Drauf. 21 Mal Donnerblitz, das ist super. Und vor allem haben wir noch Elixier und wir haben Äther, das hilft uns auch noch. Also das brauchen wir dringend. Das werden wir noch dringend benötigen. Bin mal gespannt, ob ich da gleich gegen Koga ankomme. Ich muss ja bedenken, hier bei Pokémon der ersten Gen ist es ja immer noch so, dass der Spezialwert auch für Verteidigung gilt. Das heißt, so einem Simsala sollte man nicht mit Donnerblitz angreifen, zum Beispiel. Ein Hypno kann man zum Beispiel mit Donnerblitz angreifen, weil der einen physischen Angriff stärker ist als der spezielle Angriff. Aber jetzt gehen wir mal los. Die Trainer hier nehmen natürlich auch alle mit. So, haben wir gleich ein Traumato, machen wir Donnerblitz. Das geht sogar vom Schaden her. Rekadabra zum Beispiel ist Body Slam One Shot. Der Angriff von Traumatops Psychokinese war schon erstaunlich schwach, muss ich sagen. Gucken wir mal, wie es hier abläuft. Oh, hehe. Geil. Killt ein Body Slam? Naja, Body Slam killt auch Traumato. Donnerblitz auch, okay. Killt das denn? Das killt auch. Ich glaube, das wäre knapper als Body Slam. Wir wollen in dieser Arena das Level 60 erreichen können. Da ist links sind noch zwei Trainer plus Arenaleiter. Und der hier noch. Müssen wir jetzt einen Sprung machen auf 59, dann würde es vielleicht gehen. Also der Überroller auf Sandama war schon echt stark.
Nice, 59. Ob ich die beiden noch besiege, denn unter hat, glaube ich, ein Traumato und ein Hypno. Das tut weh. Supertränke. Aber zwei Spiele ist okay. Und der letzte Trainer. Ich war damals auch völlig überrascht, dass als ich das erste Mal gezockt habe, ich wusste ja nicht zu den Neuerungen, ja, dass der auf einmal mit einem Blutzug anfängt. Ich war alle. Nimmst alle ihren Bodenpoke mit Bodies, mit Schaufler. Falls sie irgendwelchen Quatsch versuchen. War dann voll geschockt, als auf einmal, lol, als auf einmal dann Blutzug kam. Ich sag, hä? Was will das Blutzug denn da? Was hat drei Blutzug in deinem Humor hat. So. Pikachu, wir müssen heilen, bevor wir das mit Koga aufnehmen. Nach Koga könnten wir theoretisch auch den Seeweg bereisen, ne? Ach, wir könnten so viel. Den Seeweg bereisen da unten, die Silph-Co. machen. Es gibt noch so viel zu tun. Wobei der Seeweg diesmal gar nicht so lang ist. Da sind ja nur ein paar Trainer da. Aber jetzt ist mal Koga dran. Na dann komm. Du kriegst jetzt Ärger. Und zwar auf die Bear Grylls-Methode. Nice. Ich glaube, das nächste. Haben wir das nächste noch One-Shot weg? Oh, es war knapp. Wir sind schneller und Half-Life. Turret KO, perfekt. Leider kein Level 60. Ach Mann. Okay, aber er hat Toxin gemacht. Schweinesack. Wir haben auch Toxin bekommen. Pikachu kann Toxin. Aber brauchen wir nicht. Jetzt. Warte, gehen wir erstmal eben hier. In den Markt. Und zwar. Was gucken. Okay. TM6 kann weg. Brauchen wir nicht. Beleber kann weg. TM32 behalten wir wegen Doppelteam. TM40 kann weg. Top-Elder Gegengifter, die können jetzt alle weg. Paraheiler kann weg. Trankblödsinn kann weg. TM10, was war das? Weiß ich nicht mehr. Elixier X-Treffer, Probe, Top-Genesung. Jetzt kaufen wir erstmal Hyperheiler. Hyperheiler perfekt einfach gegen alles und wir sparen ein bisschen Platz. Und Superschutz brauchen wir auf jeden Fall auch noch. 30, denke ich mal, kommen wir gut mit klar. So. Stopp. Tränke kaufen. Hypertränke. 15 Stück reichen. So. Danke. Wenn noch irgendwas sein sollte, machen wir das in Safroya City. Na komm. Haha, das vergesse ich ja auch nicht. Es ist eine super Methode, hier auch nochmal eben zu trainieren. Ich meine, die Dinger sind jetzt nicht so unglaublich stark, aber die geben gute Erfahrung. Und so ein Rasaf auf 31, wenn man den klatscht, One-Shot natürlich, der gibt fast 1000 Erfahrungspunkte. Level 60. Fehlen noch 40. Was wahrscheinlich nicht möglich sein wird. Aber man weiß ja nie. Haben wir auch noch Sonderbonbons. Ja, und du siehst, so gewaltig sind die Trainer jetzt hier nicht, dass wir uns wirklich gefährlich werden können.
Nicht in diesem Ton, Mister. Ich bin gerade echt am Überlegen, wie wir es machen. Ich glaube, wir machen erst den Wasserweg und dann die Sylph-Co. Ich glaube, das ist einfacher. Wenn wir erst die Wasserroute machen, kommen wir besser voran, als wenn wir erst die Sylph-Co machen. So, über 2200 Erfahrungspunkte geholt für zwei Pokes. Perfekt. Und deswegen fliegen wir jetzt mal zurück nach Fuxania City und machen da die Route. Ja, ja, Leute, es gibt noch viel zu tun. Du-du-du.